Was ist, wenn der dich mal bumsen will? Ja. Muss er ihn auch dran lassen, oder? Der Mann ist fast 40 und er sagt, er würde leckere Menschen ins Schlachthaus schicken. Menschen, die da sitzen, wollen die zum Schlachthof, Charo? Ein Tierkind am Schlachthof in Stücke reißen zu lassen? Ist ein Akt der Liebe. Mord ist ein Akt der Liebe. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich zum zweiten Mal mit Charo von Beast Kitchen getroffen. Unser erstes Treffen war ziemlich genau vor einem Jahr und war eine meiner ersten großen Debatten, die viral gingen. Das Erstgespräch ist in der Beschreibung verlinkt und in den Kommentaren angepinnt. Unser Gespräch ging knapp eine Stunde, wobei sich viele Punkte und vor allem viele Fehlschlüsse mehrfach wiederholten. Ich habe Stellen, die sich zu sehr in die Länge zogen, daher herausgeschnitten. Ja. Wann hast du das letzte Mal in einen echten Döner gebissen? Oh, ich bin jetzt alt, ich bin 27, ich bin seit 3 Jahren vegan. Oh, vor 4 Jahren wahrscheinlich. Du hast das ganze Leben schon gedribbelt, wa? Bitte? Gedribbelt? Du hast schon das ganze Leben gedribbelt. Ja, ich habe definitiv dazu gelernt, dass man nicht ein Tier zu einem Spieß verwandeln darf, habe ich gelernt in den letzten paar Jahren. Ich denke, im Leben werden noch viel, viel weitere Probleme auf dich zukommen. Ich hoffe es nicht, aber das ist meine Lebenserfahrung, die ich habe. Aber auf die Tiere in meinem Namen nicht mehr. Also egal, was auf mich zukommt, werde ich hoffentlich niemanden dafür in einen Dönerspieß verwandeln. Du wirst noch im Leben mit richtigen Problemen konfrontiert. Das sind richtige Probleme. Wenn du mal am Schlachthof gestunden hättest, das hast du schon das letzte Mal gesagt, sind das richtige Probleme. Du wirst persönlich nochmal, also leider Gottes, ne, meine Erfahrung hat mich so gelehrt, das Leben wird dir mal irgendwann mal so einen tiefen Punch versetzen, dir persönlich. Okay. Da wirst du merken, dass das eigentliche Problem, was du da gerade nennst, ja auch ein Problem ist, gar keine Frage. Ja. Aber in dem Moment bist du froh, wenn du dich um deine eigenen Probleme kümmern kannst. Also egal, was mir im Leben passiert, und es mag sein, dass mir noch sehr viele schreckliche Dinge passieren, weil ich bin noch relativ jung, werde ich hoffentlich trotzdem niemals dieses schreckliche Schicksal, was du den Tieren antust, erleben müssen. Ich werde hoffentlich niemals von meiner Familie getrennt werden, von meinem Kind, das eigentlich an meinem Busen trinken sollte, weil jemand die Muttermilch aus meinen Brüsten stehlen möchte. Ich werde hoffentlich niemals sexuell so ausgebeutet, wie die Tiere das in deinem Namen werden. Ich werde hoffentlich niemals versklavt und eingesperrt, angekettet, mit einer Nummer versehen und schlussendlich im Schlachthof mit all meinen Freunden und Kindern vor meinen Augen ausbluten müssen. Das werde ich hoffentlich niemals erleben müssen. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deiner Familie, deiner eigentlichen Familie, deinen Eltern? Ich habe keinen Kontakt mit meiner Familie. Schade. Können wir bestellen, Onkel? Was ich mir beim ersten Mal gemacht habe, meine Intuition ist es nicht, dich da vor die Wand zu fahren oder irgendwas zurechtzuschneiden oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie es deine Erfahrung war mit anderen Gästen, aber unsere Intuition ist das nicht. Wir sind nicht RTL 2 oder so. Du filmst schon, richtig? Ja, also ich hatte die Erfahrung tatsächlich ganz anders verspürt. Ich habe mir das gestern das Video nochmal angeschaut. Mit uns? Ja. Ich weiß, es war sehr aufgeladen und du warst wahrscheinlich in der Zeit, einfach weil alle gerade gegen mich waren, bist du, glaube ich, sehr auf diesen Zug aufgesprungen. Mhm. Und das sieht man auch teilweise in deinen Kommentaren von sogar deiner Community, dass du mit mir unglaublich ungeduldig warst und mir keine Chance gegeben hast. Du wolltest mich, kam mir so vor, du wolltest mich nicht verstehen. Ich wollte dich nicht verstehen? Das kam mir so also, vor. Also guck mal, es ist schwierig, also dich zu verstehen ist grundsätzlich sehr schwierig. Nein. Ist meine Meinung. Und guck mal, wenn ich, dass das so rübergekommen ist, dass ich fürwohnen wollte, ist null meine Intuition gewesen. Ja? Also du hast mich zum Beispiel nach meinem privaten Hintergrund gefragt und es kam mir im Nachhinein und auch währenddessen nicht so vor, als würdest du dich tatsächlich für mich als Person interessieren, sondern als würdest du halt sagen wollen, ja, die Raffaella, die ist privilegiert, ach, das wusste ich ja und jetzt erfindet sie Probleme. Genau das hast du gemacht. Du hast dich nicht tatsächlich dafür interessiert, ob ich in was für einem Haushalt ich groß geworden bin. Und dann war nur so, ja, sie ist privilegiert, ja, jetzt erfindet sie dieses Spezi-Spezi-Schwanzismus-Wort. Wenn es jetzt um Interesse geht, guck mal, du hast ja ganz am Anfang irgendwas von Opferfest gesagt, das Opferfest ist dafür da und da, das war eine vollkommene Falschaussage. Ja, und wenn ich da auch Desinteresse dir gegenüber vielleicht gezeigt habe oder so rüberkomme, tut es mir leid. Meine Intuition, was nochmal, dieses Video, ja, warum ich dich eingeladen, warum ich dieses Video machen wollte, war einfach nur, du hast es auch gerade erwähnt, zu diesem Zeitpunkt waren viele gegen dich. Ja, das hat auch seinen bestimmten Grund, weil ich habe es ja auch wahrgenommen, wie du immer wieder in der Innenstadt auf überwiegend jüngere Menschen, auch charakterschwächer, eingebroschen hast. Eingebroschen hast, also das möchte ich gerne mal sehen, wo ich auf jemanden eingebroschen habe. Weißt du, jedes einzelne Gespräch starte ich auf die gleiche Art und Weise, wenn mir nicht jemand direkt einen Burger ins Gesicht hält. Ich gehe auf die Person zu, ich zeige ihr die Videos, wir sagen, hey, du bist doch dagegen. Was sagt man denn zu Leuten, die sowas mit Hunden machen würden, mit Menschen machen würden? Wo ist dann der Unterschied zu einer Kuh? Wenn dann jemand so intellektuell unehrlich ist, verdreh nicht die Augen, Charo. Nein. Wenn du mich nicht böswillig hier verstehen möchtest, dann musst du hier verstehen,
warum wir das alles machen. Wir machen das, weil die Tiere nicht für sich selbst kämpfen können. Es ist nicht meine Intention, gegen Menschen zu sein, sondern für die Tiere zu sein. Wenn dann jemand in dein Gesicht lacht mit einem gekauften McDonald's-Burger, dass du dann manchmal temperamentvoll wirst, so wie du laut oder temperamentvoll werden würde, wenn jemand deine Kultur oder deine Familie beleidigt, das ist ja wohl nachvollziehbar. Und charakterschwache Menschen, ganz ehrlich jetzt, das findet man bei Erwachsenen, bei Kindern, bei Jugendlichen. Ich spreche mit allen. Aber besonders hat mich eine Sache wirklich gefuchst, dass du mir das immer wieder unterstellt hast, dass ich Rassismus irgendwie verharmlose und dass du behauptet hast, dass ich Speziesismus erfunden habe. Deswegen möchte ich das heute ein für alle Mal klären, was Speziesismus ist. Mach das bitte. Wir kriegen gerade Wasser. Nur bevor du das klärst, würde ich gerne auch immer zu Ende aussprechen wollen. Du greifst jetzt wieder ins Wort rein, ja, und finde ich nicht schön. Mhm. Und diese Tatsachen so verdrehen, es kommen Leute auf dich zu, die halten den Burger in der Hand. Mag sein, dass es gekommen ist. Aber du gehst auch offensiv, aggressiv auf Menschen zu. Es gibt ja auch einige Videos, wie du in manche Fastfood-Ketten reingegangen bist mit blutverschmierten Kitteln und hast die Leute penetriert. Ja, weil sie Tiere penetrieren. Ja. Natürlich macht man das. Wenn das Menschen wären, dann würdest du auch auf so eine Art und Weise Aufmerksamkeit suchen. Da habe ich mir nie ein einzelnes Opfer dort gesucht. Das sind disruptive Aktionen. Und wenn du dir diese Aktionen, die ich gemacht hast, in Ruhe gibst, starte ich das mit einer ruhigen Stimme. Ich sage, ich bitte um 5 Minuten Aufmerksamkeit. Meine Güte, wenn du in den McDonald's gehst, siehst du ja nicht, was da dahinter steht. Du siehst ja an der Kasse, die höchstens, wenn sie überhaupt Tiere zeigen, die stehen dann auf glücklichen grünen Wiesen, die verkaufen dich alle für dumm. Die Schule bringt sie nicht bei, die Lehrer bringen sie nicht bei. Das System will nicht, dass du es weißt. Irgendwer muss da reingehen und den Alltag stören. Und das ist eine Aktivismusform, die hat man noch in jeder Form von Diskriminierung gemacht. Sei das für Frauenrechte. Diese Frauen haben Steine in Fenster geschmissen. Die haben Briefkästen angezündet. Die sind wo reingelaufen, waren laut. Wie glaubst du, ist das denn passiert? Manchmal, weißt du was? Manchmal kann man Straftaten, solange sie keine Gewalt ausüben, voranbringen, um Medien... Steine werfen ist keine Gewalt an Personen, ja. Stell dir mal vor, die würden Menschen dort verkaufen, Menschenleichen. Dann fändest du das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn dann jemand mal einen Stein dagegen wirft, um Aufmerksamkeit für eine Sache zu gewinnen, ja. Also es gibt Moral, Ethik und dann gibt es das Gesetz. Und viele Sachen, die illegal waren in der Vergangenheit, die sagen wir jetzt, das war selbstverständlich, dass das gemacht wurde. Zum Beispiel Apartheid. Sagt dir das vielleicht was? Wenn es einem was sagt, dann ist es mir, bin ich, glaube ich, eher wie du. Ja, und da wurden auch Straftaten ausgeübt, dass zum Beispiel Menschen mit dunkler Hautfarbe sich dann geweigert haben, aufzustehen, dass sie in das Café gegangen sind, wo sie nicht hätten sein dürfen. Und dann kannst du auch nicht sagen, ja, das sind die Straftaten, das sollen sie nicht machen. Mein Gott, die sollen für ihre Rechte kämpfen. Und wir sollen jetzt nicht nur für unsere Rechte kämpfen, sondern auch für die Rechte von denen, die nicht für sich selbst kämpfen können. Die Tiere können nicht mit dir diskutieren. Die können das nicht. Die können nicht bei McDonald's sagen, bitte kauf das nicht. So schrecklich geht's mir. Irgendwer muss das machen. Und dafür machen wir das. Dafür mache ich das. Da kommen wieder andere und machen mir richtig geile Werbung. Schön knusprigen Chicken Nugget. Und verkaufen dich für dumm. Ja, dann ist das halt so. Dann lasse ich mir halt schmecken und schmeckt fertig. Da ist halt so. Ja, Geschmack rechtfertigt Gewalt, Charo. Ist so. Es muss das nicht ist, so sein. Das ist erbärmlich. Du redest von Charakterstärke leider, und sagst dann Geschmack rechtfertigt Gewalt. Henne. Diese Henne ist für mich ein Nutztier. Für mich persönlich ist es ein Nutztier. Und wenn ich persönlich Tiere halte, kannst du gerne mal vorbeikommen, denen wird es gut gehen. Und dann sind wir jetzt bei dem Punkt angekommen, den ich dir nochmal erklären möchte. Warum man nicht einfach pauschal sagen kann, das ist halt ein Nutztier. Genauso wenig, wie ich, wenn ich jetzt irgendeinen Menschen nehme und ihm ein Halsband umhänge und darauf Nutzmensch schreibe, kann ich auch nicht einfach sagen, ja, Menschen mit spitzen Ohren oder lila Hautfarbe sind halt Nutzmenschen. Die fühlen halt genauso. Mach bitte schön. Ja, also ich habe hier ein Bild für dich, weil das letzte Mal vielleicht das ein bisschen schwierig rübergekommen ist. Ja. Ich werde das jetzt einfach so besprechen und hier dann einblenden. Das kannst du gerne einblenden, ja. Ich werde dir nicht viel dazu sagen. Mhm. Dieses Format heißt einfach nur Influencer versus Speziesismus. Mhm. Und du versuchst das einfach nur laut zu denken und darauf zu kommen, was dir dieses Bild sagen möchte. Was siehst du denn hier? Hier sehe ich einen Mann, eine Frau. Ja, und da steht unter dem Mann ja und unter der Frau nein. Warum nicht umgekehrt? Es gibt Sexismus in beide Richtungen, absolut. Es gibt auch Männer, die benachteiligt. Ich glaube sogar im Moment werden Männer mehr benachteiligt vom System das als Frauen. Das wäre schön, wenn man das dann auch mal umdreht. Ich sage dann auch immer, es gibt auch Rassismus gegen weiße, doofe deutsche Kartoffeln und so weiter. Gibt es in alle Richtungen. Gibt es gegen Männer, gibt es gegen Weiße und so weiter. Ein Deutscher kann so nicht rassistisch sein. Natürlich kann gegen einen Deutschen. Nein, weil doch, du absolut. Diesen Rassismus von diesen Menschen gar nicht erst gespürt hast. Nur weil ich, das habe ich das letzte Mal schon erklärt, nur weil ich dann
Herzinfarkt von meinem Patienten nicht gespürt habe, heißt das trotzdem, dass ich weiß, dass es schlecht wäre, wenn ich einen Herzinfarkt hätte, dass ich das nicht wollen würde und dass ich mitfühlen kann. Und einen Herzinfarkt, genauso wie Rassismus, kann jeder Mensch, jeder Kultur und jeder Hautfarbe erleben. Kommt halt darauf an, in welchem Umfeld er ist. Aber natürlich gibt es Diskriminierung von Weißen, natürlich gibt es dumme Sprüche, die die Deutschen in einem Umfeld, wo es weniger Deutsche gibt, gegenüber gebracht werden. Du musst mal wirklich in ein armes Land gehen. Ja. Und nicht nur als Tourismus da durchspazieren, hast du mal alles schön gesehen und hast deine Fotos geschossen. Wirklich mal mit den Menschen mitleben. Ja. Charo, das habe ich dir das letzte Mal schon erklärt. Ich muss nicht selbst am Schlachthof gestanden haben, um zu wissen, dass es höchstwahrscheinlich eine Scheißsituation für die Kuh ist, die dort steht. Da kommt noch mal später deine Lebenserfahrung dazu. Also aber meine ich kann mich ja empathisch in jemanden reinversetzen, gelehrt, ohne seine Hautfarbe oder Spezies zu haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier weiter? Sexismus, Rassismus und hier unten steht dieses Wort, von dem du dich so sträubst, das heißt Speziesismus. Ja, sag das da nochmal ganz genau, damit wir das alle verstehen. Speziesismus, also Speziesismus, deswegen steht es hier gemeinsam, ist eine Diskriminierungsform. Mhm. Und zwar die moralische Diskriminierung einzig allein auf Basis der Spezies. Mhm. Und es ist analog zu anderen Diskriminierungsformen, deswegen steht es hier gemeinsam. Auf Basis eines irrelevanten Merkmals wird eine Gruppe benachteiligt. Beim Sexismus beispielsweise sagt ein Mann zum Beispiel, ja, das ist ja nur eine Frau. Sagt ein Weißer beispielsweise, ja, das ist ja nur ein Schwarzer. Und beim Speziesismus sagt ein Charo, das ist ja nur ein Nutztier. Richtig. Oder du sagst eben sogar, Haustiere streicheln, wie den Konrad hier. Nee, Konrad muss vor die Tür aufpassen. Das ist auch ein halbes Nutztier. Umso schlimmer. Ja. Aber Kühe darf man in den Kopf schießen und essen, weil es ist ja nur ein Nutztier. Altschlagader durch, direkt ausblüten. Ja, sie kriegen noch nicht einmal einen Betäubungsschuss, umso schlimmer. Also das ist halt eine Diskriminierungsform, dass du jemanden abstufst, einzig und allein auf Basis des Pechs, das er hatte, dass er nicht in einen menschlichen Körper geboren wurde. So wie die Frau hier das Pech hatte, nicht in einen männlichen Körper geboren worden zu sein. Ich hab's verstanden. Hast du es jetzt verstanden? Ich hab's verstanden. Also, wenn ich den essen will und der Nein sagt, muss ich mich dran halten, weil er natürlich auch ein Recht auf Leben und Gleichrecht hat. Wir sollen die ja ungefähr ja gleichstellen, ne? Ja. Die sind ja gleich, richtig? Gleichberechtigt. Gleichberechtigt. Ja. Was ist, wenn der dich mal bumsen will? Ja. Muss er ihn auch dran lassen, oder? Ich muss ja nicht jeden Mann dran lassen, der mich bumsen will. Das ist ja mein Körper, aber mein Recht. Würdest du dran lassen? Nein, absolut nicht. Warum nicht? Weil mein Körper, mein Recht. Aber wenn der will. Ich lasse ja auch nicht jeden Menschen an mich ran, weil er mich bumsen will. Charo, was ist das denn aber für ein Blödsinn? Das ist Diskriminierung. Wenn wir das nicht zulassen. Das heißt, ich diskriminiere jeden Mann, der nicht mit mir schlafen will, wenn ich das nicht tue. Du hast Diskriminierung jetzt nicht verstanden. Das nicht auf dich persönlich. Du hast mich gerade mit persönlich reingezogen, dass ich nicht mit dem Schwein bumsen will. Also sag mir bitte nicht, dass ich das nicht auf mich persönlich beziehen soll, wenn das eine persönliche Frage war, ob ich mit einem Schwein schlafen will. Das ist doch auch nicht persönlich, das bist ja auch nicht du. Sexismus, Rassismus bist ja auch nicht du. Doch, natürlich bin das ich. Wie gesagt, ich muss es nicht selbst erlebt haben. Wo hast du denn Rassismus erlebt? Du glaubst es nicht. Aber wenn ich sehr österreichisch, deutsches Deutsch spreche, in einer österreichischen Schule, dann wirst du deswegen diskriminiert. Warum regst du dich auf? Entspann dich doch. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man nicht Tiere. Du willst doch Tiere mit Menschen gleichstellen. Gleichberechtigung. Bezieh das jetzt nicht auf dich. Nehmen wir mal an, Tiere lassen wir so leben, wie sie wollen. Die vermehren sich, wie sie wollen. Die werden stärker, Evolution. Und jetzt kommt das Tier oder das Schwein mal darauf, mich bumsen zu wollen. Ja? Lassen wir das zu? Nein, genauso wenig, wie ich das zulasse, wenn Männer stärker durch die Evolution geworden sind. Natürlich werde ich auch nicht jeden zulassen, der mit mir schlafen möchte. Du darfst natürlich Selbstverteidigung ausüben. Du kannst es gern zulassen. Allerdings glaube ich weder, dass das dir noch dem Schwein nachhaltig eine Freude bereiten wird. Diese Gleichberechtigung willst du also haben. Nein, man darf es auch nicht zulassen im Sinne von Zoophilie. Das tut den Tieren nachhaltig nicht gut. Und im Endeffekt kommt es immer zu körperlichen Ausschreitungen. Nein, das ist keine Gleichberechtigung. Wenn ein Mann mit mir schlafen möchte, mit dem ich nicht schlafen will, dann werde ich nicht mit ihm schlafen. Wenn er es trotzdem tut, ist das ein körperlicher Übergriff, gegen den ich mich wehren werde. Richtig. Es würde ich genauso gut machen bei jedem einzelnen Tier, das einen sexuellen Übergriff auf mich versucht. Richtig. Offensichtlich. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich Tiere essen darf, Charo. Dein Blatt hier, wie ich dein Blatt hier verstanden habe. Hier gleichgestellt, hier müssen wir alle gleich sein. Hier ist das ja noch nicht gleich, aber das soll ja gleich sein. Wie sollen wir hier gleich kommen? Du gibst ja auch Menschenkindern Rechte. Du gibst ja auch psychisch Kranken. Du gibst ja auch psychisch kranken Menschen Rechte. Und bis teilweise. Zu einem gewissen Punkt. Ich gebe ihnen die gleichen Rechte, nicht versklavt zu werden wie jedem anderen Menschen. Gleichberechtigt, auf Basis ihrer kognitiven Bewusstseinsfähigkeiten. Wenn wir jetzt einen psychisch kranken Menschen haben, der so enthemmt ist, dass er mich vergewaltigen möchte, dann werde ich das auch nicht zulassen. Und deswegen
diskriminiere ich ihn aber nicht, verstehst du? Und im aber Endeffekt, wir fangen doch hier schon wieder Diskriminierung an. Wenn die miteinander Tiere nicht, dann ja kognitiv nichts anderes nicht als ein psychisch kranker guck, Mensch, wenn die nicht das ist keine Diskriminierung, Charo. Deine Lösung das geht ist bis hierhin so schlimm, was also du gerade hier versuchst. Die beiden können doch nicht miteinander pimpern, das ist doch nicht Gleichberechtigung. Ich würde, wie gesagt, das Schwein. Das diskriminiere ich den schwerbehinderten du Menschen, Charo, ganz ruhig. Bitte. Diskriminiere ich den schwerbehinderten Menschen, der mit mir schlafen möchte, wenn er einen sexuellen Übergriff auf mich versucht und ich sage nein und ich stopp ihn. Der kann ja klar denken. Nein, deswegen nicht. Deswegen sage ich ja, ein kognitiv schwerbehinderter Mensch, ja, der so enthemmt ist. Vielleicht hat der Schizophrenie oder ja, sowas und der ist gerade in einem Anfall. Und der vergeht sich dann an mir und ich verteidige mich. Ja. Diskriminiere ich den dann? Nein. Dann diskriminiere ich da auch nicht das Schwein, wenn ich mich verteidige. Okay. Verstehst du es jetzt? Noch also mal wir haben es anerkannt, ich diskriminiere nicht das Schwein, wenn ich nicht vor seinem sexuellen Übergriff wäre. Nochmal weitergedacht. Ja. Du willst ja hier Gleichberechtigung, Tiere sollen alle miteinander uns leben, da haben die auch das Recht darauf. Nein, nochmals. Ich habe ein Recht auf meinen Körper, ich habe ein Recht auf sexuelle ich Selbstbestimmung. Auch Recht auf meinen Körper. Wenn ich jemand sich an meinem ich Körper nicht Recht vergeht, auf meinen Körper? Du hast Recht auf deinen Körper, aber du hast nicht essen? Das Recht, dann darf jemand ich doch hier die Bertha essen. Deine körperliche Freiheit hört da auf, wo du die körperliche Freiheit von jemand anderen einschränkst. Ich schreibe dir auch nicht vor, mit wem du bumsen sollst. Deine Entscheidung, was du essen willst, hört an dem Moment auf, wo du jemandem ein Messer in die Kehle stechen lässt. Es ist ja auch nicht meine freie Entscheidung, ob ich jetzt den Tristan oder den Tobi hier esse, weil das Personen sind, verstehst du? Ich kann essen, was ich will, aber nicht wen ich will. Doch. Nicht wen ich will. Ich kann essen, darf was ich Menschen ich will. Essen, Charo? Nein. Warum darf ich keine Menschen essen, aber andere Tiere schon? Weil Menschen nicht zum Essen da sind und Tiere sind Nutztiere. Nochmal. Wer deswegen. Hat das bestimmt? Ich lebe nach meiner Religion. Das okay. hat damals schon in der Tora so gestanden, ja. Ja, und das hat schon in der Bibel so gestanden und auch im Koran steht das in auch. In jeder so. Einzelnen Weltreligion wird von dir Gütigkeit verlangt. Das ist nichts Gütiges daran, jemanden Schwächeren zu versklaven und ihm weh zu tun, wenn du es nicht musst. Und jetzt aber kommen wir Menschen mal zurück und testen hier deine klar Konsistenz. Menschen werden ganz klar von Tieren getrennt. Nein, wir sind doch. Tiere. Wir sind biologisch gesehen Homo sapiens. Wir sind einfach Säugetiere. Das ist deine Wissenschaft. Ja, gut. Jetzt sagen wir mal, in dem Koran oder in der Bibel würde drinstehen, du dürftest Menschen essen. Würdest du es dann tun? Nein, weil es mir nicht schmeckt. Weil du selbst reflektieren kannst vor allem. Nur deswegen? Also wenn Menschen schmecken würden, würdest du es dann tun? Könnte sein. Charo würde Menschen essen, wenn im Koran drin steht, dass man es machen darf, solange Menschen gut schmecken. Eigentlich kann ich an dieser Stelle das Gespräch abbrechen, weil es ist psychopathisch. Du würdest leckere Menschen essen, wenn es dir deine Religion erlaubt, Charo. Hörst du dir gerade zu? Wenn es meine Religion erlaubt, ja. Wo ist das Problem? Dann würdest du leckere, weil sie fühlen können. Genau. Sieht auch lecker aus. Weil sie fühlen können. Und ich will nicht am Schlachthof stehen, Charo. Egal wie lecker ich bin, du nimmst das so gar nicht ernst. Das ist wie mit einem 12-Jährigen zu reden. Der Mann ist fast 40 und er sagt, er würde leckere Menschen ins Schlachthaus schicken. Und fragt sich dann, wo ist das Problem? Also wo ist das Problem, Charo? Ich kann es dir gerne darlegen. Wir sind fühlende Individuen mit einem zentralen Nervensystem. Ich habe ein Interesse daran, nicht versklavt zu werden, nicht ermordet zu werden. Ja, glaubst richtig. Du nicht, dass die Menschen, die da sitzen, wollen die zum Schlachthof, Charo? Die wollen in Ruhe essen. Genau. Im ersten Moment das wollen respektierst sie in Ruhe essen. Du, aber er respektiert es nicht mehr. Sobald sie lecker schmecken, dann würde er sie zum Schlachthof im schicken. Ersten Moment wollen sie in Ruhe okay, essen. Und ich lasse diese Menschen im friedlich leben. Aber sie sind lecker, Charo. Und dein Koran erlaubt das. Warum beziehst du sie ein, sobald sie lecker schmecken? Du hast in der Theorie gerade gesagt, nein. Wenn der Koran es erlauben Koran würde. Der Koran ist zum Glück festgeschrieben. Du hast es gerade in der Theorie gesagt, wenn der Koran es erlauben würde. Und die schmecken lecker, aber dann würdest du sie ins Schlachthaus schicken. In der realen Welt. Das ist doch die wir reale testen Welt. Deine Logik. Wenn du dich nur nach einem willkürlichen Buch richtest, ja? Ja, und da drin würde stehen, dass man Menschen, wenn sie lecker sind, systematisch unterdrücken und ins Schlachthaus schicken darf, dann hast du gerade gesagt, bist du so wenig reflektionsfähig, dass du es tun würdest. Zum Glück das Buch, was ich folge, darin steht es nicht da drin. Das ist und deswegen so schlimm. Folge ich diesem Buch. Das ist Dogma, das ist gefährlich und deswegen ist so ein dogmatischer, ja, ich mache genau das, was in meinem Buch drin steht, so gefährlich. Nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen. Es ist einfach nur krank. Also, er würde Menschen essen, wenn in seinem Buch drin stehen würde, dass man leckere Menschen systematisch abstechen ich darf. Ich bin stolz auf das Buch, was ich folge, und es steht nicht drin, dass ich Menschen essen aber soll. Aber Tiere schon. Und da drin wird ganz klar definiert, welche Tiere ich essen darf und welche nicht. Ja. Ja, und es wird auch ganz klar darin definiert, wie ich ein Tier zu halten habe. Und es wird auch ganz klar darin definiert, wie ich das Tier zu schlachten habe. Und es wird auch ganz klar darin definiert, wie ich das zu verzehren habe und zu lagern habe. Alles klar. Das ist das Schöne. Bevor ich das darauf eingehe, dass das auch alles eine kranke Utopie ist und dass du dich nicht einmal daran richtest, möchte ich hier nochmal klar feststellen, mit jedem einzelnen Menschen, den ich auf der Straße so kennenlerne, würde ich an dieser
Stelle das Gespräch wegen einer psychopathischen Aussage, dass er Menschen essen würde, einfach abbrechen. Aber weil wir hier gerade noch das Format haben und die Zeit haben, erkläre ich dir nochmal trotzdem Speziesismus zu Ende. Also ich zeige dir hier noch diese Bilder, kriegst du gleich. Und dann sind wir hier mit diesem Video, glaube ich, eh schon durch. Du bist gegen Sklaverei und Menschen, richtig? Ja, natürlich. Ja, also Menschen, die festgekettet werden und von uns wie Ware gehandelt werden, ist falsch. Mhm. 100%. Das ist sehr schön. Sind die Tiere denn frei? Die Tiere sind nicht frei. Die Tiere sind nicht frei. Die sind nicht frei. Wenn du gegen Sklaverei bist und die Tiere sind nicht frei. Ich bin auch gegen solche Bilder. Aber das ist genau das, was man unterstützt. Selbst wenn es keine Ketten sind, sind das theoretische Ketten, weil die Tiere als Ware gelten. Es ist auch ein langwieriger Kampf, diese Bilder wegzubekommen. Du kriegst die nur weg, wenn du vegan lebst. Dann bist du nicht mehr dafür verantwortlich. Nein, diese Bilder kriegst du besser weg. Also ich sag dir, wie man die wegbekommt. Ja. Da sieht man wieder, wie realitätsfern du bist. Wenn wir Menschen wieder back to the roots kommen, zurück zu den Zeiten von Oma und Opa, ja, da haben wir eine Kuh für die ganze Straße. Ja, da wird die einmal im Monat geschlachtet, da hat die ganze Straße was von. Da ist das vollkommen in Ordnung. Da kriegst selbst du auch diese Bilder Kuh, weg. Das habe ich ja gerade gemeint eben, selbst wenn es keine mechanischen Ketten sind, sind es ja noch immer diese rechtlichen Ketten. Diese Kuh gilt ja vor dem Gesetz als Sklave. Die Kuh, die das sind keine freien Individuen. Fass mich nicht an. Also, das würde nicht passieren. Wir würden ja natürlich auch Menschen, die kognitiv schwer beeinträchtigt sind, nicht frei auf der Straße rumlaufen lassen, sondern sie im Interesse vom Eigen- und Fremdschutz dazu bringen, nicht sich in solche Gefahrensituationen zu bringen. Auf jeden Fall für alle, die vernünftig sind und auch vernünftige Argumente hören, wenn ihr gegen Sklaverei an Menschen seid, gibt es keinen ethisch signifikanten Unterschied, dass ihr gegen Sklaverei an Tieren, dass ihr dafür sein solltet. Das macht keinen Sinn. Wer gegen Sklaverei ist und nicht vegan lebt, ist ein Heuchler. Speziesismus. Möchtest du nicht anerkennen, du bist ein stolzer Speziesist. Dann ist das so. Wir essen jetzt was Veganes ohne Tierversklavung. Vielen Dank. Ja, mach das weiterhin. Ich schwöre. Mach das weiterhin. Charo, ich mein, du kämpfst gegen mich. Nein. Du bist. Guck mal, den ganzen Tag. Wir sind jetzt so gute Zeit jetzt zusammen. So direkt kommen, so immer Kräfte messen. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich sag auch weiterhin, mach. Nur mach's, versuch's ein bisschen einen Gang rauszuschalten. Weißt du, vielleicht schaffst du es dann, mich auch vegan zu bekommen. Verstehst du so? Ich habe dich das letzte Jahr schon gefragt, was kann ich dir hier und jetzt wie sagen, dass du vegan bist, dass du endlich die Tiere in Ruhe lässt. Du hast gesagt, ich kann nichts sagen. Unvernünftige Menschen kann man eh nicht abholen, da kann man nichts machen und fertig. Das stimmt doch gar nicht. Unvernünftige Menschen, das ist doch deren Kern, dass egal was ich dir bringe, egal welche Argumente ich dir bringe, egal wie sehr ich dir das Leid der Tiere sage, bist du unvernünftig und wirst dich an deiner Gewalt festklammern. Das ist es ja genau. Nein, vielleicht versuch weniger zu reden und mehr Taten zu machen. Ich kann nicht mehr. Das ist wirklich ich weiß nicht, so ein was für Taten du noch von mir verlangst. Also ich weiß nicht, wie gute mehr Taten. Ich noch geben kann von mir, von meinem Leben, von jedem Aspekt von meinem Leben. Ich stehe jeden Tag auf der Straße und ich kämpfe dafür. Ich manchmal, bringe alles von mir ein und du sagst mir, ich bringe nicht genug Taten, um dich zu überzeugen, endlich Tiere nicht mehr abstechen zu lassen. Manchmal reicht einfach nur eine herzliche Umarmung. Das schafft man schon viel. Wie kann ich jemanden herzlich umarmen, der Tierkinder erstechen lässt? Würdest du einen Rassisten herzlich umarmen? Würdest du einen Neonazi herzlich umarmen, Charo? Ich habe einen Nazi zum Tisch eingeladen, in der Hoffnung, dass so er ein bisschen wie ich jetzt gerade einen Rassisten zu Tieren zum Tisch ein. Da habe ich dir genauso das letzte Mal schon erklärt. Es wiederholt sich ja einfach nur alles. Ich setze mich ja mit diesen Menschen offensichtlich auseinander, weil ich naiv genug bin, zu glauben, dass ich Menschen verändern kann. Ehrlich. Genau, und deine Taten sind was? Gewalt an Tieren? Deine Worte sind, ich bin gegen Gewalt an Tieren, gegen Sklaverei. Deine Taten sind Tiersklaverei, Gewalt an Tieren. So, bitte das ist nichts so. Anderes als ein Lippenbekenntnis. Und dann zu kommen mit Taten sprechen mehr als Worte, so eine Heuchelei, Charo. So ein Mensch ist das. Einfach nur ein Heuchler. Es ist einfach nur Heuchelei, Charo. Ich habe so einen gesunden Menschenverstand, Gott sei Dank, dass ich Mensch von Tier unterscheiden kann. Das kann ich auch. Und trotzdem trete ich weder Mensch noch Tier ins Schlachthaus. Ja? Wo? Die fühlen genauso. Das sind beides Kinder. Das sind beides fühlende Individuen. Weißt du nicht. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ein Hund nicht leiden kann. Ich rede mal vom Fisch. Ich bin gerade beim Fisch gewesen. Du willst mir erzählen, dass ein Hund nicht leiden kann? Ich bin gerade beim Fisch gewesen. Kann ein Hund leiden, Charo? Ja, klar, natürlich kann ein Hund leiden. Darf man einen Hund ins Schlachthaus schicken? Ein Hund isst man erst gar nicht. Du hast doch gesagt, hey, das ist auch ein halbes Nutztier. Warum isst man einen Hund nicht, aber ein anderes Tier? Weil der Hund dafür da ist, draußen auf das Haus aufzupassen. Ich sag jetzt, diese Hunde, genauso wie die Chinesen, sind nur dafür, dass sie zu essen. Ist das jetzt okay? Hau dir rein. Mach was du willst. Also darf man es also doch tun. Mach du bist was du willst. So inkonsistent, Charo. Mach was du willst. Darf ich deine Hunde essen? Nein. Hunde essen findest du falsch, aber plötzlich mach da. Was du willst. Mach was du willst, Raphael. Beim Chinesen. Mach, was du willst. Du bist so pervers. Du bist so ein perverser Heuchler. Es ist wirklich, wirklich schlimm, dass du mit sowas durchkommst bei deiner Community. Stellst dich mit seinen Lippenbekenntnissen her, sagt, ja, ist alles fein, gegen Gewalt, Frieden, mehr Liebe, drehst 100%. Dich um, schickst Tierkinder ins Schlachthaus, sagst, jeder darf Hunde essen. Merkt ihr das nicht? Das ist kein guter Mensch. Weniger Hass, mehr Liebe machst. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich machen? Du sprichst von weniger Hass. Wenn dujenige bist, der Tiere abstufen lässt, nur weil sie anders geboren wurden als du, weil sie anders ausschauen, wie ein Rassist zu Tieren in Spezies ist und lässt sie abstechen. Ich habe keinen Hass gegenüber diesen Tieren in mir. Gar nicht. Ich auch nicht. Und ich versuche, deinen Hass zu stoppen. Naja, ein Akt der Liebe ist es nicht, doch, ein Tierkind am Schlachthof in Stücke reißen zu doch lassen. Ist ein Akt der Liebe. Mord ist ein Akt der Liebe. Ich kann nicht mehr. Was du machst, ist deine Sache. Was ich mache, ist meine Sache. Nicht, wenn sein Opfer involviert, Scherbo. Was ich mache, ist meine Sache. Was du machst, ist deine Sache. Deine Freiheit hört da auf, wo du jemanden Dritten involvierst. Aber ich halte das gerade nicht mehr nervig aus. Ich setze mich da jetzt rüber. Warum? Bon Appetit. Weil ich dir sonst auf die Nase gebe. Und dann schlägst du zurück und dann habe ich verloren. Nö. Weil du deutlich stärker bist als ich. Ich zeig dich an. Ja, gut so. Dafür zahle ich Steuern. Ja.